Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mir gedacht, wir müssen mal kurz ein bisschen quatschen. Es gibt ein, zwei neue Sachen und euch mal auf ein paar Videos hinweisen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also als erstes mal, Leute, ich habe mir was bestellt. Und zwar ein Gundam-Set zum selber zusammenbauen. Ich hatte so einen schon mal und ich glaube, ich hatte einen kleinen mal fertig bekommen. Einen ganz kleinen. Und hatte einen größeren, da bin ich dann dran verzweifelt. Diesmal habe ich mir auch Werkzeug dazu bestellt, alles über Wish. Und habe mir gedacht, dass wir den vielleicht mal zusammenbauen. Und zwar hätte ich dann vorgehabt, dass wir das Ganze als Livestream machen, natürlich vorher angekündigt, und dass ich das Ding da einfach zusammenbaue, während ich auch gleichzeitig eine Zeitrafferaufnahme für ein weiteres Video mache. Und dann könnten wir mal miteinander quatschen, wir könnten mir ein paar Fragen stellen und wir können ein bisschen zusammen abhängen. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Habt ihr Bock auf sowas, dann kreuzt da oben an, ja oder ja. Als nächstes ist natürlich, die Animuk geht noch weiter, also es kommen noch ein, zwei Videos dazu. Natürlich hat mal wieder die Technik versagt. Ich weiß, ich habe da kein Glück mit. Also ich hatte mir extra noch ein Kabel bestellt, aber das kam irgendwie viel zu spät an. Aber egal. Was ich noch zusammenschneiden kann, werde ich da zusammenschneiden. Freu dich darauf. Und ja, es ist in letzter Zeit so gewesen, dass ja viele Kooperationen stattfanden. Also demnächst erwartet euch auch so Kooperationen wieder. Da ist wieder was Großes in der Planung. Aber mal ganz kurz zu ein paar Videos, die ich finde, die sind underranked so ein bisschen, weil ich habe so das Gefühl, das haben nicht alle von euch gesehen. Zum Beispiel letztens, da war ich bei Andrew auf dem Kanal. Andrew Caridor, auf jeden Fall mal drauf schauen. Er macht so Regisseursachen und redet über Filme und ja, was gibt's da Besseres als über Anime zu reden. Wir hatten eine schöne längere Diskussion, also da könnt ihr euch gerne einen Kaffee holen und da wird mal länger gequatscht, das ist nicht nur so ein 3-Minuten-Video. Da geht's dann darum, sollte man Anime in einen Live-Action-Film, also in einen Realfilm verwandeln, ja oder nein? Und das ist eine sehr schöne Diskussion, schaut auf jeden Fall mal hin. Hier ein kurzer Ausschnitt. Heute ein bisschen über Film, also Realfilme und Animes und wie zum Beispiel die Geschichten bei Animes in Japan in Realverfilmungen gemacht werden. Wie gut es ist oder soll man das überhaupt machen oder wie viel geht verloren von der eigentlichen Story. Da würde ich einfach mal gleich einsteigen mit der ersten Frage. Ghost in the Shell. Also wir wissen ja, letztes Jahr kam die Realverfilmung raus von Ghost in the Shell. Section 9 is currently outside. Repeat. Okay. All people in your areas be advised. This is Major. I'm on site. Wie fandest du die jetzt gegenüber dem Anime? Ging viel verloren oder haben die das richtig gut umgesetzt? So deine Meinung dazu. Und natürlich auch noch weiter mit Min und Andrew haben wir bei Asian React ein Video gedreht mit japanischer Werbung. Habt ihr eigentlich mal wieder Bock, dass mal wieder sowas kommt hier auf dem Kanal? Weil das war doch eigentlich mal ganz lustig, japanische Werbung anzugucken, oder? Schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Hier ein kurzer Ausschnitt. Das Geile ist, ich weiß, um was es geht. Echt? Okay, okay. Okay, warte, aber wir müssen jetzt schätzen. Es ist eine Parodie von dem Film Oben. Bloß die Japaner vor allem. Ey, das zerstört gerade den ganzen guten Film, ey, Oben. Ich hätte den aber 10 von 10 gegeben, hätte der Typ dann oben in der Luft gemacht. das wäre ein Trigger gewesen. Wisst ihr, was es ist? Nein. Nee, Handyanbieter. No, God! Ein Adler hebt ein Haus. Jetzt mal kurz brainstorming für alle Redaktionen, die gerade an der Werbekonzeption sind. Ein Adler packt ein Haus, zieht um, ein sprechender Hund am Fenster wedelt seinen Schwanz. Ey, da kommt man nur drauf, wenn man bekifft ist. Der wedelt sein Schwanz als Propeller, damit es vorangeht. Also ganz ehrlich, da kannst du, ohne Scheiß, für jeden in der Medienbranche, der ein bisschen Fantasie hat, der sich ein bisschen kreativ ausleben will, da ist ein Platz. Da ist für jeden Platz da. Keine Sorge. Ja, das haben wir alles in der Creative Forge gedreht. Es war auch mega geile Kooperation. Leute, Kooperation ist einfach das Beste. Genauso wie als jetzt zum Beispiel Komani Kev da war, beziehungsweise Kev Kuhn, und wir für beide Kanäle was gedreht haben hier. Auch die Wings war mit dabei und Mr. Ananas. Und da haben wir auch richtig coole Sachen für seinen Kanal gefilmt, wie zum Beispiel, ab wann ist man käuflich? Das war auch so eine eher Diskussionsrunde, so ab wie viel Euro würdest du deine Familie verlassen oder den Hund deines
Kumpels essen oder so, oder einen Hund, den du kennst, essen. Richtig krank. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal anschauen, hier ein kurzer Ausschnitt. Eine Million Euro, ihr hättet eine Sofortrente. Würdest du für eine Million Euro mit einer Frau schlafen, ja, obwohl du in einer Beziehung bist? Ja. Also da wäre es dann ja, auf einem... Ja, ja, ja. Aber auch egal, okay. Ja. Würdest du mit einem Mann schlafen für eine Million Euro? Ich würde es für 500.000 machen, glaube ich. Er würde es sogar schon für 500.000 machen. Würdest du es für eine Million Euro oder unter 500.000 Euro machen? Also so eine halbe Million würde ich auch sagen, so ja, okay. Aber ob man wirklich unter einer halben Million... Ganz kurz, ihr seid nicht der männliche Part in der Sache. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, ganz ehrlich, okay, das habe ich mir schon gedacht. Du bist dann auch nicht der männliche? Ihr beschert euch. Oh ja, die Scheren. Ja, bescher mich, Allison. Skylo war auch bei mir. Da war genau das Gleiche. Also da haben wir zum Beispiel... Was war das nochmal? Würdest du, wenn, nicht immer Gegenteil antworten und so? Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt. Bist du bereit? Nein. Deine Boxershort ist weiß. Ist richtig. Deine Brille ist umgekehrt. Ist falsch. Deine Brille ist umgekehrt. Und das ist ja, falsch. Aber das nee, heißt, du hast richtig... Ja, das ist falsch. Hast du ist falsch, passt schon, ne? Das nein, du hast falsch. Nein, das ist falsch. Deine Brille ist umgekehrt. Ist du hast ja nicht. Falsch ist ja richtig. Ja. Jetzt habe ich es verstanden. Du bist ein Mädchen. Nein. Achso, falsch. Ja, ich bin halt einfach dumm. Aber Video war auf jeden Fall geil. Und für alle, die es nicht mitgekriegt haben, es läuft aktuell auch eine Challenge bei Mr. Ananas. Und zwar battlen wir uns beide. Und zwar geht es gerade darum, da wir ja im September wieder mit Komani Kev, Kev-Kun zusammen nach Japan fliegen, bestimmen wir jetzt durch 7 Challenges, wer dort einen Tag die Aufgaben des anderen erfüllen darf. Und da ging jetzt auch schon der erste Teil online von den Challenges, also von der ersten Challenge der erste Teil. Und das wird auch noch richtig krank, da kommen wieder Chilis. Und ja, im ersten Teil musste ich Brausetabletten fressen. Ich zeige euch da auch mal ganz kurz einen Ausschnitt. Ja. Das Schöne ist, die fangen nach ein paar Stunden richtig an zu schäumen. Wir haben auch einen Freund dabei. So, der Sicherheitseimer. Hm? Wie viel hast du schon? Tank aus. Alter, das kommt raus, pass auf. Pass auf. Spuck alles. Ihr seht, es passiert immer sehr viel und deswegen wollte ich auch mal, dass die Videos nochmal von den anderen gesehen werden. Vergesst nicht, für das abzustimmen mit den Livestreams, würde mich echt mal interessieren. Und da in letzter Zeit sehr auf die Formate geswitcht haben, ja, Reviews zu Animes und was jetzt demnächst noch rauskommt und so, mache ich wieder. Aber was vermisst ihr? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob jetzt zum Beispiel die japanischen Werbungen, die Reactions auf diverse Sachen, so Attack on Titan in 8 Minuten etc., die werden ja echt immer noch richtig gut geklickt. Oder soll ich nur weiterhin den Schwachsinn machen, den ich für richtig halte? Sagt's mir einfach. Und auf jeden Fall, ich freue mich dann schon, falls es mit den Livestream klappt, wenn ihr richtig Bock drauf habt, das wäre schon richtig geil. Und freue mich auf viele weitere Videos. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für den großen Zuwachs in letzter Zeit. Ich bin mega, mega dankbar dafür, jederzeit. Und ja, wenn das so weitergeht, haben wir eh bald die 1000 geknackt, deswegen ist es schon krass. Das ist schon echt krass. Und mal nebenbei, hallo an alle Neuen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Videos bis zu Ende schaut, aber hi, wie geht's euch? Alles gut? Ich würde sagen, schaut mal bei den anderen auf jeden Fall rein. Alles ist chronologisch unten in der Beschreibung drin. Lasst auf jeden Fall mal einen Kommi da, dass ihr von mir kommt. Hashtag BaumiArmy oder sowas, oder? Bäumchen? Bäumchen? Schlagt mir mal was vor. Lasst sie wissen, dass ihr von diesem Kanal kommt. Ich liebe diesen Kanal. Leute, noch ein kleiner Nachtrag, und zwar haben 2 Cosplayer aus meinem Bekanntenkreis jetzt neu angefangen und haben eine Instagram-Seite gegründet und haben mich gefragt, ob ich die denn vielleicht supporten kann, und ja, das passt ja ganz gut zu dem Video. Schaut mal unten in der Beschreibung, und hier unten steht es auch, die Cosplayer, ja, die könnt ihr gerne mal liken, wenn ihr auf Cosplay steht etc. Und ich denke, das tun die meisten von euch, deswegen lasst einen Like bei denen da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, und wir sehen uns, wenn ihr das nächste Mal wollt. Ciao!